Das war schon das beste Haus am Platz, muss ich sagen. Das ist halt eine Magie. Die Zimmer, da war ja nicht ein Zimmer wie das andere. Wenn ich dran denke, was die Patisserie beispielsweise, was die für Sachen rausgebracht haben und mit wie viel Liebe die das alles gemacht haben. Damals noch, heute ist das ja alles verboten, die Schildkrötensuppe, Känguruschwanzsuppe, Schnecken, Haifischflossensuppe, Schwalbennestersuppe. Und unsere Frühstückbuffets von der Küche waren exzellent, konnten mit jedem Hotel weltweit mithalten. In der DDR gab es solche Ungereimtheiten, die man auch als Scheinwelt bezeichnen kann. Ja, manchmal war es gar nicht so richtig erklärlich, was da im Hintergrund ablief. Für mich damals als junge Frau, ich spürte auch bloß, da sind irgendwelche Intrigen und Machenschaften am Laufen. Ja. Sie wussten, der und der ist Genosse. Das wussten sie. Genosse wussten wir. Wir wussten bloß nicht, ob er IM war. Das Astoria war irgendwie unter einem anderen Stern. Klingt doof, aber das war so meine schönste Zeit mit.